auch in Schweden. Ja, er hat diese Teste gemacht und er entschuldigt bitte, dass ich ihm seine Dinge hier vorstelle. Bisamhällen på olika avstånd där man behandlade varje vecka med en effektivt. Ja, also er zeigte, dass wie effektiv die Völker behandelt wurden und wie sie auf unterschiedlichen Stellen aufgestellt waren. So könnte man till och med då på 1500 meter. Auch auf 1,5 Kilometer Entfernung. In diesem Fall. In diesem Fall. So tog det här samhället 250 platser, nästan lika mycket som det som stod en meter. Ja, die hatten also fickt und also die haben also 225 Milben fremd durch Fremdzuflug oder Reinvasion, wie wir sagen, bekommen, im Gegensatz zum Vergleich von dem Volk, was nur in einem Meter Entfernung stand. Von einem Volk nach 8 Wochen so lieferte dieses eine Bienenvolk also wir kommen schon in Endersamhälle. Aus diesem einen Bienenvolk sind also diese vielen Milben in diesen anderen Völkern alle gekommen. Unter 8 Wochen. Das ist natürlich immens. Wo Grenzen für isoliert, kann man nicht isolieren oder dominieren man nicht? Die Frage ist, wo liegt die Grenze, wenn man für die Isolierung? Wie weit muss der Abstand sein? Er glaubt ungefähr 3 Kilometer. Okay, Afrika igen. Jag vet, ja. Det är mina bil. Det finns elgonbiodlare i Sverige. Es gibt es gibt also Elgon-Imker außer ihm in Schweden, die nicht gegen die Varroa behandeln oder überhaupt keine Behandlung durchführen. Was die alle gemeinsam haben, dass sie immer sehr isoliert stehen von anderen Imkern. Einer von diesen han har i princip nästan sant aldrig behandlat mot. Der hat also im Prinzip niemals behandelt. Han har 4,9 och 5,1. Die haben kleines Zellmaß, 4,9 und 5,1. 4,9. 4,9 hat der Jonsson. 5,1. 5,1. Men Hjalmarsson här. Hjalmarsson. Han har en bigård med 5,4. Der hat noch das alte Zellmaß mit 5,4 Zellgröße. Så under vissa omständigheter. Unter gewissen Umständen. Det är min tolkning. Das ist seine Überzeugung. Om selektionen är bra. Wenn die Selektion gut ist. Und die Bienen stehen isoliert, so braucht man auch nicht unbedingt diese kleine Zellgröße. Ja, aber warum soll man unterlassen das, was die Bienen ganz gerne haben, was ihr natürliches Maß ist, also diese kleine Zellgröße? Also manchmal macht man das, wenn es für einen selbst einfacher ist. Ich hoffe, dass ich mich vorbereitet habe.
Ich hoffte, dass ich mich ausreichend vorbereitete. So jag kanske inte skulle ha några problem eller bara små problem. Sein können, dass ich gar keine Probleme gehabt hätte oder nur kleine Probleme. Det var min plan A. Das war der Plan A. Men jag hade också en plan B. Ich hatte auch einen Plan B. Das kann man alltid ha. Das sollte man eigentlich immer haben. Och den innebar det att jag hade funderat. Vad skulle jag använda om jag behövde det? Was sollte ich machen? Was soll ich anwenden, wenn ich es müsste? Jag vill inte använda pistol. Ich wollte kein Abistan anwenden. Jag vill inte använda syror. Ich wollte auch Säure nicht anwenden. Det är för de är farligare för mig. Weil die auch für ihn gefährlich sind. Än vad Abistan är. Abistan är mindre farligt för mig. Ja, Abistan ist zwar weniger gefährlich für ihn, wenn ihn das so braucht für... Nej, also, för om man använder det flera år. Ja, ja, weil das Resistenzen macht. Men jag ska inte prata om dåliga och bra bekämpningsmedel. Ich möchte nicht sprechen um gute oder weniger gute Bekämpfungsmittel. Ich wählte Thymol anzuwenden. Ja, ich wollte das natürlich nicht auf einmal machen. Ich wollte erst mal sehen, was passiert mit den Bienenvölkern. Ich versuchte unterschiedliche Methoden mit Brutunterbrechungen. Alles rauszunehmen. Und so weiter. Also ich war dann doch gezwungen, Thymol anzuwenden. Du mixst das mit Novodanat? Ja, ah, er macht seine Streifen selber. Das ja, also man darf das machen in Schweden, diese Streifen selber zu, herzustellen. Dürfen wir das hier bei uns? Glaube nicht. Ne? Ett viktigt då redskap för mig då, vad tittar jag på? Hur ska jag bedöma? Jag vill att bina ska visa om de inte klarar varroa. De som är sämst att klara varroa. Wichtig för mig var att finna, auf was muss ich achten? Kommer de klar med der varroa eller måste jag eingreifa? Då måste jag låta varroan växa till. Då måste jag einfach die varroa wachsen lassen. Die varroa-population wachsen lassen. Men ska jag räkna kvalster? Wenn ich die Milben zählen sollte? Ibland vet man inte vad kvalstermängden betyder. Manchmal weiß man auch gar nicht, was diese Milbenmenge bedeutet. Rensar bina ut mera kvalster än andra? Räumen die Bienen mehr Milben raus als andere Völker? Eller har de väldigt mycket kvalster? Oder haben sie ganz viele Milben? So ja. Gjorde det enklare för mig eftersom jag är lite lat. Ich machte das einfachste für mich, weil ich auch ein bisschen faul bin. Jag försökte titta på när bina visade att de inte mådde bra. Wenn die Bienen zeigten, dass es ihnen nicht gut ging. Och det enklaste sättet det är när man ser binlösa bin. Das einfachste ist, wenn man sieht flügellose Bienen. Så jag bestämde mig för att jag ska titta efter binlösa bin. Ich hatte mich also entschlossen nach flügellosen Bienen zu schauen. Da habe ich natürlich einen gewissen Teil anderer Virus nicht beachtet. Und ich verstand, dass diese Völker sich nicht gut zurechtfinden würden. Und da achtete ich auf eine Scheibe vorne vor dem Ausflug.